glaube, das ist er. Bitte fahrt fort. Erläuterungen, Band 3. Seid ihr mir etwa gefolgt? Lass mich in Ruhe. Erzählt mir von einem mythischen Morgen. Kult der mythischen Morgenröte. Die mythische Morgenröte? Seid ihr... Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nichts über einen Kult. Das geht... Stellt euch nicht dumm. Nun gut. Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Manka Kamuran vertraut seid. Ich weiß, dass dädrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Dädra-Anbetung einiges zu bieten. Okay, die Antwort freue ich mich jetzt schon. Sie haben den Kaiser ermordet. Getötet? Du Trottel! Was? Die mythische Morgenröte hat... Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein dädrischer Kult ist. Ansichten von Manka Kamoran über Merunes Dagon sind faszinierend, sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Ihr solltet mir dieses Buch besser geben, weil sonst rufe ich die Wache und man bringt dich ohne Probleme in den Wolkenherrscher-Tempel, wo man dich einfach mutig hinrichten wird. Ihr solltet mir dieses Buch besser geben. Ja, aber natürlich... Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Benötigt ihr auch das vierte Buch? Vielleicht hat er das ja. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihm. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Ist auch so besser, so. 11. Sprech mal direkt mit Barus. Elfengartenbezirk. Und los geht's. Wer hilft einem alten Bettler? Gerade nicht im Auftrag des Kaisers Hallo. Unterwegs. Grüße. Und jetzt... Sind wir bei unseren guten Freunden? Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden? So, jetzt könnte ich mich endlich mal wieder mit Baus unterhalten, aber wir haben unterbrochen. Mythische Morgenröte. Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Mythische Morgenröte, Versammlung. Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit! Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamena recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's. Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon wir jetzt gerade reden. Ich hätte mir vorher die Notiz anschauen sollen. Abwasserkanäle? Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt. In jedem Bezirk gibt es Zugänge. Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben. Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Tamena. Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dädrische Kulte wissen. Okay, dann mal weiter. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Ja, Maurus, ich übernehme die Führung. Ich folge dir. Die Wachen werden komisch schauen, wenn man so mit einem Katana und mit Pfeilen auf dem Rücken rumläuft. Oh, wir haben schon mal den Zugang. Die Abwasserkanäle des Elfengartenbezirks. Wieder in den Abwasserkanälen. Nun brauchen wir jetzt mit einem Begleiter oder einen Führer. Pass hinter mir auf! Falsche Bewegung.
So, die sind erledigt. Krampfleisch. Und Knochen, den brauche ich aber nicht. Weiter geht's. Passt hinter mir auf! Ja, nicht heute! Möge der Spaß jetzt beginnen. Pass auf! Mein Gott, was gibt's hier in den Abwasserkanälen der Kaiserstadt noch? Ein paar Goblins oder so? Und noch Dedra? Ja, lol. Der hier gehört mir. Nö, der ist meiner. Nicht auffällig, dass wir hier mit Schwertern der Wachen des Kaisers rumlaufen. Aber okay. Passt hinter mir auf. Wir haben gerade eine Kiste gesehen, deswegen bin ich mal gerade kurz etwas interessiert. Griff der Verwirrung. Hier auf die Intelligenz. 2 Punkte. Stirb, hässliches Vieh. Goblins. Hab ich auch recht, es gibt hier Goblins. Die Waffe wollte ich nicht mitnehmen. Mein Gott, die schreien aber. Oh, hab ich Baurus gelassen. Baurus. Baurus. Ah, die KI hat sich nur ein bisschen verwirrt. Schade, dass ich jetzt schon wieder eine Stunde am Aufnehmen bin. Das geht wirklich anscheinend relativ gut, muss ich mal sagen. Zwar ist mein Hals gerade und meine Stimme gerade etwas schlecht, aber das ignoriere ich jetzt gerade mal. Der hier gehört mir. Noch etwas näher. Nette Gold dabei. Das Kram gleich nehme ich mal als Zutaten mit. Diese Kanäle liegt, also das Design gefällt mir sowas von überhaupt nicht. Das schreit praktisch nach irgendwelchen Untergrundorganisationen. Hier ist nichts Gutes im Busch, würde ich sagen. Ah, da ist die Treppe. Eigentlich kommt man eigentlich hier auch wieder hoch, aber dafür muss ich. Da war ich gerade zu dumm. Pass auf! Baurus kann zuschlagen. Dann... Baurus? Baurus? Wo bist du, Baurus? Hallo? Ah, hier oben. Dann noch ein Bogenschützen ausgeschaltet. Den habe ich gar nicht gesehen. Ein paar Tränke? Schön. Sonst ist hier nichts weiter Gutes drin. Also halten wir voran. Zusammenbleiben! Was ist das hier alles? Ah, da müssen wir ja in einen Kanal rein. Ich hätte mal meinen neuen Zauber legen sollen. Schneeball lege ich mal auf 4. Und jetzt gehen wir weiter. Aber das schreit jetzt wirklich gleich praktisch nach dem Hinterhalt.
Dieser Zauber, der ist so... Ich werde gerade von so einem hässlichen Viech angegriffen. Oh, der war... War das gerade zwei? Nee, der eine, den habe ich schon vorhin umgebracht. Ja, ich wollte Baus nicht treffen. Das muss anscheinend schon mal jeder überleben, denn die mythische Morgenröte rein will. In Ordnung, der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinaufsteigt. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Geht klar. In Ordnung, ich gebe euch Deckung. Gut, denkt daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Hört zu, vielleicht überlebe ich nicht. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Okay. Ich verstehe, wir werden das zusammen schaffen. Ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Okay, los geht's. Ich glaube, in der nächsten Episode mache ich das wirklich mal als... Einfach nur eine Arena-Folge, wo wir uns einfach in die Arena stürzen. So, ihr wollt also ein Auserwählter von Merone Stargon werden. Der Morgenröte ist mühsam und steinig, aber der Preis ist es wert. Ich habe das Buch, das ihr sucht. Mit diesem Buch und den anderen drei Büchern des Meisters haltet ihr den Schlüssel zur Erleuchtung. Sitzt ihr den Verstand? Hier ist noch ein anderer. Stirb, Ungläubiger! Möge Talos nicht wissen. Das Paradies erwartet. Das Paradies. Baus? Ja, Schlöcher. Scheiße. Okay, dann sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich werde jetzt hier die Folge beenden. Also ich werde jetzt nochmal kurz laden. Ich werde nochmal gleich offline das hier kurz bis zur Stelle, wo wir gestorben sind, spielen. Und von dort aus geht es in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald. Tschüss.